Hola, hola amigos del Mate, bienvenidos. Ich bin Juan von MoiMate.de und wir werden heute über unser neuestes Produkt auf dem Markt reden. Das hier ist La Artesana. La Artesana verkörpert für uns Tradition in Mate. Wir haben alle unsere Lieblingseigenschaften von Kalabassen in La Artesana zusammengebracht. La Artesana ist aus Ton, weil Ton ist eigentlich das perfekte Material für eine Kalabasse. Es hält dein Getränk warm und es wird selbst warm, aber nicht so heiß, dass man es nicht gemütlich anfassen kann. Wir haben uns für eine raue Oberfläche entschieden bei La Artesana. So kann man sicher halten, Ton ist ja zerbrechlich, also es ist wichtig, einen guten Grip zu haben. Innen drin ist La Artesana glasiert. Wir wollten natürlich unsere Markenfarbe mit reinbringen und unser Logo dezent im Hintergrund. Aber die Glasur ermöglicht auch, dass die Reinigung von La Artesana viel leichter ist. Man kann die übrigens auch in die Spülmaschine reintun. La Artesana hat eine kleinere Form als viele von den anderen herkömmlichen Kalabassen. Wir haben gemerkt, dass wenn man eine größere Kalabasse länger in der Hand hält, kann es ein bisschen unbequem werden. Deswegen haben wir uns für eine kleinere Größe entschieden und eine bauchige Form, weil wir auch gemerkt haben, dass so passt sie perfekt in der Hand. Uns war extrem wichtig, Handwerk in La Artesana mit reinzubringen. Deswegen lassen wir La Artesana in Berlin in eine Tonwerkstatt handfertigen. Genauso wie unsere Fiambrera wird La Artesana nur in kleine Auflagen gemacht. Also, falls du immer eine Tonkalabasse wolltest, bestelle jetzt dein La Artesana auf muimate.de. Wie gesagt, hier lohnt sich schnell zu sein, da wir haben nur kleine Auflagen und es kann sein, dass es ein bisschen dauert, bis die nächste Runde drankommt. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Mate trinken und wir sehen uns im nächsten Video.